Menschen, die in unsicheren Bindungssystemen aufwachsen, also wo sie emotional vielleicht abgelehnt werden. Also unsichere Bindungssysteme bedeutet immer, dass du nicht angenommen wirst, so wie du bist. Und die meisten von uns sind so aufgewachsen. Ja, sie dürfen nicht weinen, sie dürfen nicht wütend sein, sie müssen gut in der Schule sein. Und wenn die Eltern sauer sind, dann sind die Kinder immer schuld. Oder wenn sie irgendeinen Fehler machen, Kinder machen immer Fehler, dann sind die Kinder schuld und sind nervig und sind anstrengend. Also Menschen, die in unsicheren Beziehungssystemen aufwachsen, landen oft später, wenn sie erwachsen sind, in einer Paarbeziehung, die auch unsicher ist. Und das bedeutet, dass viele von diesen Menschen sich anfangen, rechtfertigen und zu erklären, wenn es irgendein Problem gibt oder irgendein Thema ist. Und manche denken, ja, was tut die sich jetzt hier rechtfertigen? Wir dürfen Mitgefühl haben für diese Menschen, denn sie tun es aus der Angst, nicht schon wieder bestraft zu werden. Wenn du als Kind oft bestraft wurdest und versucht hast, dich zu erklären, das hat dich keiner verstanden, wirst du als Erwachsener immer, sobald ein Problem auftaucht, alles tun, um dich zu erklären und dich rechtfertigen.